Hallihallo und herzlich willkommen zurück zu DPO. Heute will ich euch mal den Octotank zeigen. Boah. Ich weiß noch gar nicht, warum ich den Octotank skillen will. Ah ne, den wollte ich ja gar nicht auf Speed machen, ne? Scheiße. Willst du, Junge? Alles frisch im Schritt oder was ist da los? So, machen wir erstmal so hier. Jetzt schon ein bisschen Feuer. Nee! Nee! Oh Mann, ey, ich verliere jeden Bodykontakt, ey. Scheiße. Ich gehe gar nicht auf Speed. Oh, oh, Nocta. Hoi, ach scheiße, ich wollte nur 2 auf Damage geben. Alter, chillt mal euer Leben hier. Ich bin gleich direkt schon wieder down. Adolf H., ja, solche Spasten hast du immer dabei, ne? Direkt an die Wand. Direkt an die Wand. Da fühlen sie sich am wohlsten. Da gehören sie hin. Da gehören sie hin. Oh. Seitenschläge abbekommen. Direkt halb tot. Denn da gehören sie hin. Gut, das ist meiner. Das ist meiner. Level up. Ein Level up. Mit allen 3 Soßen. Ja, den werde ich wohl noch nicht schaffen. Nicht mit dem Lurchi-Tank hier. Die Damage Bullets. Speed. Reload. Reload will ich auch machen beim Dingens. Beim Octo. Ich spare natürlich die Punkte von Movement Speed. Bullet Speed werde ich auch gar nicht machen. Body Damage werde ich gar nicht machen. Da finde ich alles für den Octo jetzt nicht so gut. Das ist die Stärke des Octos, ne? Man kann halt auf viele Skills meiner Meinung nach echt verzichten. Und wie Movement Speed. Ja gut, außer man viel jagen gehen, aber an sich, man ist halt einfach so eine Festung, die so da ist halt. Ach guck mal, nur wegen der scheiß zweiten Wumme haben sie auf einmal nicht mehr so eine große Fresse. Aber dieses jetzt, ja gut, jetzt kann ich Spieler ja knicken, ne? Wenn ich jetzt so gar nicht auf Movement Speed und sowas gehe, dann ist das schon mager. Ich werde auf jeden Fall versuchen, die 3 auszumaxen. Also Shooting Speed, Penetration und Damage. Und wenn noch was übrig bleibt, Health. Healthy. Ach du Scheiße. Obwohl, ich glaube, ich könnte damit sogar gewinnen. Nein, nein, nein. Geh bloß nicht drauf, geh bloß nicht drauf, geh bloß nicht drauf. Oh, ich will nicht schon wieder von vorne anfangen. Schon sagen, jetzt will ich ja noch kleiner anfangen als beim letzten Versuch. Ich glaube, Shooting Speed finde ich sogar hinderlich, wenn man quasi den Octo so als richtigen Tank spielen will. Ja, das sind alles Tanks, klar. Aber ich meine, so also als Defense-Monster quasi. Nein, 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 3,7K, oder? Geh mal kacken, du Lauch, ey. Ohne mein geliebtes Speed macht mir das so ein bisschen Angst. Und wenn wir auch noch mehr Punkte haben als ich. Nein, ich will nicht, ich will nicht, ich will nicht. Kann man so wenig striven, man kommt nicht weg. Das ist übrigens wieder keine Taktik, die ich irgendwo gefunden habe. Ich habe das einfach mal selbst zusammengereimt, obwohl ich den Octo halt auch
noch nie gespielt habe. Also alle Klassen, die ich hier zeige, spiele ich zum ersten Mal, weil ich meine, alle Folgen, die es bislang gibt, so, das ist meine einzige Dingeserfahrung. Ich glaube, ich habe halt einmal, ja gut, ich habe, glaube ich, zwei, drei Runden gespielt, bevor ich das erste Mal aufgenommen habe, so, um erstmal überhaupt zu gucken, was ist das denn, taucht das überhaupt? Muss ich ja gemacht haben. Und dann habe ich noch, nein, nein, das war's. Sag nicht, ich überlebe das. Ich flipp aus. Nein! Ich Idiot! Ich fahr auch noch rein! Oh Mensch, ey, irgendwie da von vorne. Was kann der denn da? Achso, so ein Schrottyp quasi, ne? Das ist auch cool. Hier der Hunter. Was ist Hunter? Ja, ich glaube ja. Den habe ich, glaube ich, auch noch gar nicht im Einsatz gesehen. Aber das ist halt auch böse, ey, wenn ich echt da so viele Kugeln auf einmal treffen. Alles erstmal auf 3. Okay, er hat viel mehr Punkte als ich. Kann ich knicken. Okay, kein Movement Speed, ey. Ohne Movement. Ich will hinterher auf dem Octo kein Movement Speed haben. Was ich noch nicht so ganz verstehe, ist der Vorteil von Machine Gun gegenüber dem Octo. Ich glaube, es ist echt nur, dass man ihn anders entwickeln kann. Sonst wenn ich, ist der Twin der Machine Gun auf jeder Hinsicht überlegen, so meiner Meinung nach. Jetzt seht ihr das anders? Ich glaube, im Shooting Speed tun sie sich gar nichts. In überhaupt habe ich eher das Gefühl, der Twin schießt sogar noch schneller. Ja, und schießen halt beide frontal. So. Das ist irgendwie jetzt nicht so die Differenz drin. Ah, ich wollte ja gar nicht so viel in die Offensive gehen. Wegen... Oh! Nein! Ey, ich dreh am Rappel hier, ey. Das habe ich gar nicht auf Leben gemacht. Ah, egal. Kommt noch. Oh Mann, ey. Nicht mit vom Glück verfolgt. Ey. Das fehlt mir einfach der Speed, um aus solchen Situationen wegzukommen. Kommen wir schnell auf 15 kommen hier. Twins. Dann ich bin schon wieder weg. Meine Fresse, ey. Ja, super. Jetzt ist Stufe 6. 7. Scheiße, ey. Regt mich das auf. Wusa, immer entspannt bleiben. Dann dir muss ich jetzt meinen Frust ablassen. Was soll das? Jetzt verliere ich doch gegen so einen Null-Punkte-Lauch hier, oder was? Jetzt bin ich ruhig, ne, weil jetzt schmollig ist, klar.
Nee, Reload, ne? Nicht Bullet Speed. Jetzt treffe ich auch nichts mehr. Oh. Das ist doch ein Kack-Kack-Kack-Kack-Kackstuhl. Kack-Kack-Kack-Kack-Kackstuhl. Jetzt habe ich den Twinny schon mal wieder. So, jetzt ist meine Laune wieder ein bisschen besser. Trotzdem starte ich jetzt wieder mit Level 15. Was natürlich echt kacke ist. Das heißt, ich bin jetzt noch nicht mal da, wo ich quasi am Anfang der Folge war. Da habe ich schon mit 22 gestartet. Ich glaube, da unten, dann werde ich mehr von den... Oh, habe ich einen getötet? So viele Level-Ups auf einmal bekommen. Aber ihr seid langsam, ne? Absolut nichts für PvP. Nein, 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 nein. Ich lass mich jetzt nicht hier von dem Destroyer ficken. Nein! Ich drehe im Kopf. Was soll das denn jetzt hier? Die letzte Runde liefen so gut, ne? Und jetzt läuft gar nichts mehr. Ich nehme jetzt auf, bis ich den habe. Und wenn die Folge 2 Stunden geht. Ja gut, ihr wisst ja schon, wie lange die Folge geht. Ich hoffe, sie ist nicht 2 Stunden lang. Wahrscheinlich werde ich spätestens bei 1 Stunde einfach die Aufnahme löschen und von vorne starten. Weiß jetzt nicht doch ein bisschen mehr auf live. Dass ich doch nicht ganz so gläsern bin. Vielleicht doch irgendwie 4-4 oder so. Ich probiere es diesmal mal aus. Ja, meistens ist halt der scheiß Speed, der mir fehlt, ne? Wenn das so weitergeht, ey, mache ich echt einen Speed-Okto. Finde ich halt beim Okto echt Quatsch eigentlich. Es rappelt im Karton. Tong, 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 tong. Tong, 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 tong. So, jetzt müsste ich eigentlich genau die 3 Skills noch ausmaxen können, ne? Wenn ich mich nicht irre. Leck mich doch, habe ich keinen Bock drauf auf dieses Spielchen. Das ist schon lange hin und her zu ballern. Oh, 7000. Guck mal, vielleicht habe ich ja doch mal ein Scoreboard hier.
Weil an sich, wenn man sich die Punkte alle so anguckt, ey, das echt nicht. Jetzt keiner dabei, der jetzt hier ewig rumfährt. Ich meine, 32.000 ist nicht viel. Auf den werde ich gleich auswitchen, auf diesen Twin Flank oder wie der heißt. Jetzt bin ich 20, jetzt bin ich hier gerade mal fast wieder da, wo ich gerade gestorben bin. Gerade bin ich 21 oder 22 gestorben. Diesmal würde ich aber doch gerne schon höher kommen. Alter, dieser mit dem Smiley, ne? Smiley Man, ey. Die treffe ich immer hier. Diesmal hat er aber nicht das Feuer auf mich eröffnet. Wahrscheinlich, weil ich diesmal schon Twin hatte. War ihm wahrscheinlich zu heitel. Herr Kollege, was greifst du mich denn an, wenn du nichts verträgst? Viel du lernen musst, junger Padawan und so. Das ist schon beim Yoda machen versprochen hier. Bam. Das hat mal was gebracht. Das hat mal was gebracht. Ich meine, meine Kanone ist in Ordnung, ne? So, Twin Flag. Jetzt haben wir schon mal einen Anfang. Habe ich fast getötet? Oder warum habe ich so viele Level-Ups bekommen? Alter, ich bin ja schon 40. Aber ich glaube, ich verpiss mich jetzt von hier. Ne, ne. Kann ich den überhaupt so beschleunigen? Ne, ne. Boah, jetzt bin ich ja ultra langsam. Ich habe schon wieder eingetötet, glaube ich. Ja, hier ist der Okto, der Okto. Nochmal Bullet Penetration. Bullet Speed will ich gar nicht haben. Body Damage will ich auch nicht haben. Movement Speed will ich auch nicht haben. Dann mache ich mich noch ein bisschen tanky hier, wa? Boom, 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 boom. Jetzt mal schauen, wie der Okto sich so spielt. Oh, ich bin sogar Erster schon. Ich scheine echt gerade unbemerkt einfach mal viel umgeklatscht zu haben. Sagen Okto gegen Okto, ey. Weiß ich nicht, ob das zu geil ist. Er stirbt wahrscheinlich alles in der Nähe, nur die Oktos nicht. Ja, der Okto. Ja, guck mal, ich habe natürlich ein super Schild, ne? Man kann quasi von allen Seiten fast quasi Kugeln abwehren. Dass ich mal so einen Seitentreffer trifft, ist nicht so geil. Ja, nicht so wahrscheinlich. Ja gut, so ein Destroyer oder sowas, ne? Der kommt natürlich jetzt echt böse. Oh, ich sag's auch noch. Ich sag's auch noch. Warum hat der so eine mega Reichweite? Was ist denn mit dem nicht in Ordnung? Bin schon wieder hochkonzentriert hier. Jetzt schmoll ich auch nicht mehr so viel wie gerade. Jetzt geht's mir ein bisschen besser. Jetzt habe ich nur gerade echt nochmal überlegt. Wollte ich auf den Okto machen, aber klar, deswegen hatte ich ja Movement Speed weggelassen. Ich sehe nicht viele Leute, ne? Die hauen alle vor mir ab.
Hallo, ist hier mal einer? Ich meine, gegen so ein Triplet oder so habe ich natürlich keine Chance, ne? Sagen, ich meine, es ist ganz cool, aber es spielt sich irgendwie ein bisschen lame, ne? Ist die Frage, habe ich gegen so eine Chance? Ja, da müsste ich schon mehr Bullet Penetration haben als er, aber ich sehe gerade, ich bin fast tot. Ich bin tot. Okay, ja, ich fand den Octo auch nicht so geil. Was halt lustig ist, ist echt die Schildfunktion, nur. Ja, ich sag mal, gegen einen, welche mit zentrierterem Feuer, okay, da lässt die Defensive danach, aber dafür hast du halt viel mehr Angriffskraft, da mache ich halt nichts mehr. Ne? Ich kann einfach das Feuer halt nicht erwidern, ich kann da nicht gegenhalten. Das finde ich nicht so gut. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da, lasst einen Kommentar da, lasst ein Abo da, gerne auch Kritik, für konstruktive Kritik bin ich auch immer zu haben. Und ich hoffe, wir sehen uns das nächste Mal, wenn es wieder heißt Let's Play Dipio. Ciao.